Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um die Unterschiede zwischen einem normalen iPad-Display und einem mit einer Paper-like-Folie gehen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren sowohl eine Zeit lang ohne Paper-like mein iPad benutzt und auch eine Zeit lang mit Paper-like mein iPad. Und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen versuchen zu erklären, was so die Vor- und Nachteile von Paper-like und von dem normalen Display sind und euch am Ende auch nochmal sagen, was mir besser gefällt. Wenn es um die Verwendung des iPads für Notizen oder das Zeichnen geht, kann das herkömmliche glatte Display manchmal ein wenig frustrierend sein. Es fühlt sich oft an, wie wenn man auf einer Scheibe Glas schreibt und das kann dazu führen, dass der Stift nicht so reibungslos gleitet auf dem Display, wie man sich das wünscht. Das ist, wo Paper-like dann ins Spiel kommt und viele empfehlen das ja auch, also zum Beispiel eine Review kennt ihr ja bestimmt auch, der empfiehlt ja Paper-like und ist auch von denen gesponsert. Und sie wurde halt speziell dafür entwickelt, das Gefühl von Papier zu imitieren und das Schreiben oder Zeichnen auf dem iPad zu verbessern. Aber was die tatsächlichen Unterschiede zwischen einem iPad-Display und der Paper-like-Folie sind, das erkläre ich euch jetzt mal. Der offensichtlichste Unterschied ist das Gefühl der Oberfläche. Während das herkömmliche iPad-Display glatt und glänzend ist, hat das iPad mit einer Paper-like-Folie eine matte und leicht raue Oberfläche. Das führt dazu, dass der Stift auf der Oberfläche besser haftet und ein natürlicheres Schreib- und Zeichenerlebnis ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Reduzierung der Blendung. Das matte Display-Finish der Paper-like-Folie reduziert die Reflexion vom Licht auf dem Bildschirm und verringert die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch. Auch im Freien bei Sonnenschein ist das iPad mit einer Paper-like-Folie besser ablesbar. Natürlich gibt es auch einige Nachteile an Paper-like, die man beachten sollte. Einer der wichtigsten ist, dass Paper-like die Bildqualität verschlechtert bzw. etwas beeinträchtigen kann. Es kann auch sein, dass die Farben nicht so lebendig wirken auf einem Display mit Paper-like-Folie. Es kann auch dazu führen, dass wenn Dellen oder Kratzer auf der Display-Folie sind, das Schreiberlebnis leicht beeinträchtigt wird. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Paper-like-Folie eine gute Wahl für diejenigen ist, die das iPad fürs Notizen machen oder Zeichnen verwenden. Es verbessert das Schreiberlebnis und verringert die Blendung auf jeden Fall. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass dies zulasten der Bildqualität geht und die Folie auch anfälliger für Beschädigungen ist. Das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung von dem, was die Paper-like-Folie für mich ausmacht. Und wenn man zum Beispiel ein Nutzer ist, der wirklich viel Content nur konsumiert auf seinem iPad und wirklich sich Sachen anguckt, Serien und viel lesen muss, dann ist die Paper-like-Folie vielleicht nicht so sinnvoll. Aber wenn man viel schreibt, wenn man zeichnet, wenn man Notizen macht, etc., dann ist die Paper-like-Folie in meinen Augen schon sehr sinnvoll, weil es das Schreibgefühl wirklich verbessert. Manchmal denkt man das gar nicht, aber es ist wirklich so, dass das Schreibgefühl auf dem iPad mit dem Stift wirklich wie Papier wirkt und nicht wie wenn man auf Glas schreibt. Ich habe auch von einigen gesehen, dass der Apple Pencil sich vorne ein bisschen abnutzt, beziehungsweise wenn man die Paper-like-Folie benutzt, durch dieses raue Gefühl im Prinzip die Spitze beschädigt wird. Aber das ist bei mir noch nicht aufgetreten. Ich habe meinen Apple Pencil jetzt schon circa anderthalb Jahre in Betrieb, circa so 7 bis 8 Monate vielleicht mit einer Paper-like-Folie und das hat mir bisher alles sehr gut gefallen und ich habe da auch keine Sachen gesehen, die irgendwie am Stift beschädigt sind, hat alles funktioniert. Ich hatte mal eine Folie drauf, das war keine Original-Paper-like, sondern eine Drittanbieter-Folie, wo ich das Problem hatte, dass das so ein bisschen den Touch beeinflusst hat und es nicht so flawless war, sag ich mal, beziehungsweise man hatte das Gefühl, dass der Touch davon, wie soll ich sagen, beeinträchtigt wird und nicht so 1A funktioniert hat, aber das war auch kein zu großes Problem. Ich habe jetzt eine neue Folie drauf und das funktioniert alles 1A. Natürlich, die Bildqualität lässt dann vielleicht ein bisschen nach,
man sieht so ein leichtes Rauschen, aber für mich passt das. Ich mache viele Notizen, ich schreibe viel. Ich arbeite eher mit meinem iPad, anstatt zu konsumieren. Das ist mir dann auch ausreichend mit der Paperlike-Folie. Also ein guter Kompromiss. Und falls ihr noch Fragen habt zur Paperlike-Folie, falls ihr noch Fragen habt zum normalen iPad-Display, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin offen für Fragen und ja, bis zum nächsten Mal.